Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Skyrim Dragonborn, hier wieder in Ravenfels auf dem Schiff, wo wir jetzt gerade wieder angekommen sind. Und nachdem es kurz ruckelt, haben wir hier jetzt einige Quests noch abzugeben. Und anfangen tun wir dabei... Ich will eigentlich immer noch den Glutbrandweinvorrat finden. Was ist eigentlich in den Urnen hier drin? Warum stehen die überhaupt Urnen rum? Okay, alles nur irgendwelche Essensmittel, Nahrungsmittel. Ist ja öde. Ja gut, das Brandweingedöns können wir später nochmal suchen. Wir fangen jetzt erstmal damit an, dass wir... Hör, was will ich denn hier oben? Ach, ich muss sie noch einweichen. Ja. Fangen wir damit an. Solstheim gehörte zu Himmelsrand ursprünglich, das ist interessant, wusste ich nämlich auch noch nicht. Moment, wo ging es denn hier jetzt rein? Das war unter dem Wasserfall, oder? Unter dem Wasserfall und deshalb schwierig zu finden. Aber ja, was. So, hier dann einmal... Ah, deshalb konnten wir auch den Oberlauf hier aktivieren. Das erklärt alles. Ist hier inzwischen wieder was drin oder noch was drin? Ne, nichts, was einen interessieren würde. Nun gut, denn hier geht's auf Richtung Tel Mithrin. Obwohl ich guck gerade eben nochmal, ne, hier gibt's nichts Unerkundetes in der Gegend. Also geht's wirklich erstmal zurück nach Tel Mithrin. Ich frage mich nur gerade, ob ich laufen sollte oder doch lieber schnell reisen. Obwohl, wir machen das erstmal folgendermaßen. Wir gehen erstmal nochmal zum Skaldorf rüber. Weil so besonders viel mit den Leuten da haben wir auch noch nicht geredet. Und da kann es ja eventuell dann auch nochmal eine kleine Quest geben oder sowas. Keine Ahnung, gucken wir uns da mal an. Hier am Windstein vorbei einmal. Wäre auch eigentlich schon mit dem normalen Weg gäbe, weil ich vermute, dass wir gleich irgendwie einen Berg hoch müssen und da nicht hochkommen. Also ein bisschen lag das Dorf ja doch auf so einer Anhöhe. Und ja, immer noch nichts Unerkundetes in der Gegend. Da frage ich mich langsam wirklich nochmal, wo man jetzt genau die Resonanzsteine herbekommen soll. Vor allem weiß ich auch nicht, wie viel ich brauche. 4 ja mindestens. So viel ist ja schon mal klar. So, gehen wir eben noch mal an der Methalle vorbei. Und ich möchte einmal ganz kurz hier ins Wasser runter. Und das nur um zu sehen. Na, so tief ist das gar nicht. Aber schick, schick. Also eben, weil im Morrowind gab es hier ja im Wasser noch eine relativ wichtige Höhle. Aber irgendwie, keine Ahnung, wahrscheinlich ist sie verschüttet. Der See ist jetzt auch nicht mehr so tief, wie ich den noch so in Erinnerung hatte. Und wie ich gerade sehe, wir haben nicht das Problem, dass wir den Berg nicht hochkommen. Ist die Frage, ob wir den leicht runterkommen. So. Wozu, Irsa? Einer unserer Stühle bricht bald auseinander. Er braucht ein neues Stuhlbein. Nun gut, ich werde mir das später mal ansehen. Schön. Das Blut der Wölfe fließt durch eure Adern, Freund der Skal. Ja, schön, schön. Erstmal die Frage, könnt ihr mir beibringen, zwei Entwaffenwisser zu nutzen? Alles eine Frage des Schwungs. Sehr gut, der kann uns ausbilden. Aber erstmal weiter gucken. Welche Jagdweisheit könntet ihr denn mal mit mir teilen? Die erste Weisheit, die ich jedem Jäger der Skal einschärfe, ist eine einfache Frage. Sollte ich dieses Tier wirklich töten? Wir nehmen nur, was wir brauchen, um die Einheit mit dem Land zu wahren. Was bedeutet jetzt genau Einheit mit dem Land?
Die Skarl jagen nicht zum Zeitvertreib, sondern um zu überleben. Wir glauben, dass alle Wesen das Recht haben, frei zu leben. Wenn wir uns von ihnen nehmen, was wir brauchen, danken wir den Tieren für ihre Gabe. Je weniger wir das Land und die dort lebenden Tiere stören, desto mehr ehren wir die Wünsche des Allschöpfers. Natürlich. Welche Tiere jagt ihr denn? Der Großteil unserer Felle und unseres Fleisches stammt von Rehen, Bären und Orkern. Manchmal, wenn die Wölfe zu forsch werden und das Dorf bedrohen, müssen wir sie jagen, um ihren Bestand zu lichten. Und wie lange seid ihr jetzt schon erster Jäger? Früher haben mein Bruder Thorkild und ich gemeinsam gejagt. Aber das war vor langer Zeit. Und was ist jetzt mit eurem Bruder geschehen? Ich wünschte, ich könnte es euch sagen. In seinen Augen leuchtete ein wilder Glanz. Wilder als in allen anderen. In dunklen Stunden fürchte ich, dass er sich den Wehrbären am Gletscher angeschlossen hat. Und was ist ein Wehrbär, außer das, was uns ziemlich schnell umbringen kann? Pervertierte Bestien. Ein Fluch von Hirsine. Echte Bären sind edle und großartige Kreaturen der Wildnis. Aber die Daedra können nichts Eigenes erschaffen, also beschmutzen sie die Werke des Altschöpfers. Ich habe von Menschen gehört, die durch einen Fluch oder auf eigenes Verlangen hin in diese abscheulichen Dinger verwandelt wurden. Ein bedauernswertes Schicksal. Und ich fürchte, dass es meinem Bruder widerfahren ist. Habt ihr denn irgendeinen Anhaltspunkt, wohin er gegangen sein könnte? Er ist vor so langer Zeit aufgebrochen, dass es schwer zu sagen ist. Er könnte möglicherweise in Hammerfell sein. Seid vorsichtig, wenn ihr ihm über den Weg lauft. Als Mensch war er schon ein gefährlicher Krieger. Wenn seine animalische Seite durchgekommen ist, könnte es tödlich enden. Und warum glaubt ihr, dass euer Bruder ein Wehrbär geworden ist? Er hat den Ruf des Altschöpfers nie so wie ich vernommen. So wie wir es alle sollten. Wir möchten in Frieden mit dem Land leben, aber er hatte Macht und Stärke im Sinn. Und wer nach unnatürlicher Stärke sucht, findet sie bei den von den Daedra entstellten Bestien auf dieser Insel. Dieses Schicksal wünsche ich niemandem und schon gar nicht meinem Bruder. Verständlich. Welche Aufgaben hat ein erster Jäger denn sonst noch so? Wenn wir große Tiere jagen, leite ich unsere Jäger bei der Spurensuche an. Zudem ehrt man mich so als den geschicktesten Jäger im Dorf. Ich glaube nicht, dass ein Fremdling es je verstehen kann. Doch ich hoffe, meine Worte konnten eure Frage beantworten. Also gut. Ja, so einigermaßen. So, jetzt haben wir aber schon mal wieder eine neue Quest. Wo führt die uns denn theoretisch gesehen hin? Na, theoretisch gesehen wissen wir es nicht. Die Ältesten reden von großen Städten. Noch viel größer als unser Dorf. Aber wer braucht schon so viele Gebäude? Ja, ja, richtig. Nicht auszudenken, was mit uns geschieht. Die Dunkelelfen von Rabenfels bleiben in ihrer Stadt. Und wir so, wir gucken jetzt mal ein bisschen. Mein Sohn und ich sammeln Gegenstände, um sie mit Reisenden zu tauschen, die unser Dorf besuchen. Erstmal können wir gucken, was die so zu verkaufen hat. Ich habe ein paar Pflanzen gesammelt, die zur Herstellung von Tränken dienen. Ich habe aber auch noch ein paar andere Waren. Ja, aber nichts, was ich gebrauchen könnte. So besonders reich ist die leider auch nicht. Das heißt, so viel Geld machen wir hier auch nicht mit. Wieso habe ich eigentlich so viel Essen? Ich glaube, das kann eigentlich mal alles weg. Und hier die Amethysten. Diamant ist zu wertvoll. Drachenknochen geht noch weg, einer. So, gut. Wer ist denn euer Sohn? Sein Name ist Nikolas. Er ist ein guter Junge, stark und treu. Ich wünschte nur, er würde nicht so darauf brennen, das Dorf zu verlassen. Ich habe versucht, ihm von den Gefahren und der Grausamkeit der Welt da draußen zu erzählen, aber er will nicht auf mich hören. Ich könnte auch mal mit ihm reden. Das würdet ihr tun? Ich weiß, dass er euch zuhören würde. Ihr wart schon in der weiten Welt. Ihr kennt ihre Gefahren. Ja, vielleicht könnt ihr ihn überzeugen. Ich wäre sehr dankbar, wenn ihr das tun würdet, Fremdling. Und mit wem treibt ihr eigentlich so Handel?
Es kommen viele Jäger durch unser Dorf. Und manchmal statten die Dunkelelfen von Rabenfels uns einen Besuch ab. Sie bringen uns Dinge aus ihrer Heimat, die es hier auf der Insel nicht gibt. Etwa Gewürze, feine Stoffe und Erze, die wir hier nicht abbauen können. Es stimmt, dass wir Skala ein einfacheres Leben als manch andere führen. Doch ab und zu gönnen auch wir uns ein wenig Luxus. Ich hoffe, schick, schick. So, dann überzeugen wir den jetzt mal eben schnell. So, Freundchen. Ich hörte, ihr habt mit Tarstan ein altes Grabmal erforscht. Klingt nach einem spannenden Abenteuer. Ja, apropos Abenteuer. Eure Mutter hat mir gesagt, dass ihr das Dorf verlassen wollt. Das stimmt. Ich möchte die Welt sehen und großen Ruhm erlangen. Ich möchte die gefährlichsten Kreaturen jagen und große Reichtümer anhäufen. Ich bin es leid, in diesem Dorf zu wohnen. Ich möchte etwas anderes tun, als nur das Land zu beackern, zu fischen und wild zu jagen. Für einen Abenteurer wie euch ist es wahrscheinlich schwer zu verstehen, aber das Leben der Skal ist ziemlich langweilig. Ihr würdet eure Mutter also einfach so im Stich lassen, wenn sie euch am dringendsten braucht? In euren Worten liegt Wahrheit. Seit dem Tod meines Vaters ist sie nicht mehr sie selbst. Über meine Abenteuerlust habe ich meine Pflichten als Sohn und Skal ganz vergessen. Ihr habt mir geholfen, die Weisheit zu erkennen. Und dafür danke ich euch, Skal-Freund. Ja, immer wieder gern. So, jetzt können wir die Quest auch noch eben abgeben hier. Ich hoffe, dass Nikolas euch zuhören wird. Meine Worte scheint er nicht mehr zu vernehmen. Ja, meine hat er aber schon vernommen und er erklärt sich bereit zu bleiben. Möge der Altschöpfer euch mit vielen Söhnen und Töchtern segnen, Fremdling. Erneut habt ihr euch als wahrer Skal-Freund erwiesen. Ich wünschte, ich könnte euch eine Belohnung geben, die der Freude in meinem Herzen entspricht. Aber ich kann jemandem, der schon so viel besitzt, nur wenig anbieten. Das hier wird euch vielleicht nützen. Diese Kräuter gibt es nur auf dieser Insel. Ihr könnt sie nirgendwo sonst finden. Möge die Sonne eure Wege erhellen. Meine Mutter war eine Skal, doch sie verließ das Dorf. Ich wurde in Himmelsrand geboren. Ach, ich will es eigentlich auch nicht mit allen Leuten hier noch reden. Es ist nichts. Bei Geschwisterliebe... Wo muss ich da am besten hin? Mir steht ja auch wieder, dass der verschwunden ist. Verschwunden ist natürlich nicht gut. Aber ich weiß natürlich nicht wohin. Aber wahrscheinlich ist das sowieso so eine Quest, die sich mehr so nebenbei lösen wird. Vermute ich jetzt einfach mal. Na, ich würde sagen, jetzt können wir eben auch nochmal... Was könnten wir denn jetzt am ehesten? Ich glaube, wir können mal eben hier zu der Zuflucht reisen. Und dann laufen wir von hier einfach nach da unten. Vielleicht gibt es ja noch irgendwas Interessantes zu sehen nebenbei. Wir warten nur auf ein Wort von Bujond. Hier sieht man natürlich nichts auf der Karte. Gut, so interessant sind die Sachen, die man hier sieht, natürlich auch nicht. Und dann Richtung Süden, hier an der Dwemer-Ruine, können wir einfach mal vorbeilaufen. Und dann geben wir da eben nochmal schnell zwei Quests ab. Also da hinten bei den Pilzen. Und hier plöppt mal eben so ein Elch auf. Ich finde es mal wirklich schlimm, dass wir hier keine Orte mehr finden. Ich finde nämlich, so viele haben wir die Gegenden hier auch nicht erkundet. Da steht ein Baum mitten im Wasser. Merkwürdig. Na, der steht scheinbar noch nicht so mitten im Wasser. Und hier läuft irgendwas rum? Ach ne, es ist nur die Flagge, die da rumwedelt. Und dann interessiert uns das auch nicht weiter. Und das Schöne ist, wir sind jetzt hier... Ach, hier sind wir erstmal noch beim Sonnenstein. Ist es der Sonnenstein? Ja, es ist der Sonnenstein. Hier ist es ja auch so, trotzdem im ganzen Pilzwald gibt es an Gebäuden nur die da hinten. Aber wahrscheinlich ist das alles noch so im Wachstum hier. Oder aber der möchte einfach hier so zurückgezogen leben.
So, was wollen die hier? Keine Ahnung. Wir werden auf jeden Fall mal was gegen die unternehmen. Ich kann, glaube ich, auch mal eben... Ach, was kann ich denn alles? Ne, und wir fangen am besten damit an, dass wir mal irgendwas beschwören. Und dann müssen wir rumschreien. Weil die machen sonst nochmal ziemlich Schaden. Und ich hasse es, wenn die Gegner ziemlich Schaden machen. Aber immerhin, Ricklinge haben wir auch nochmal auf unserer Seite. Ich hoffe jedenfalls, dass er auf unserer Seite ist. Aber sieht doch ganz danach aus. Ja, wirklich unglaublich, wie viel er aushält. Der geht lebensenergiemäßig und nicht so stark runter. Ah gut, das liegt wahrscheinlich größtenteils am Schwierigkeitsgrad. Und das ist ein Hammer hier drin, natürlich. Aber auch schön, dass hier ab und zu mal die Dörfer angegriffen werden. Das macht das Ganze etwas lebendiger. Ja, richtig, die sind alle schwach hier. Zwei nicht hat sich verbessert und wir haben Stufen aufgestiegen. So, der wird hier mit dem schon mal nicht fertig. Müssen wir erst wieder machen hier. So, was ist mit denen jetzt? Dankeschön. Und dann haben wir hier den letzten. Sehr schön, Jungs. Also, dann müssen wir einmal hier rein und einmal da drüben rein. Und erst machen wir jetzt eben nochmal den Stufenaufstieg, würde ich sagen. Und ich erhöhe in diesem Fall, glaube ich, mal Magicka. So, den einen Perk, den wir jetzt noch haben. Könnte ich natürlich noch hier reinpacken. Das Problem ist, ich habe ja schon eine Waffenart eigentlich ziemlich hoch geskillt. Und man wird ja eigentlich nicht mehr als eine brauchen. Da wären dann wohl am ehesten noch die Magieschulen recht nützlich. Hier in Wiederherstellung könnte ich vielleicht noch was reinpacken. Obwohl... gibt ja eigentlich auch nichts besonders Gutes mehr. Was ist der hier? Heilzauber heilen mehr. Weiß nicht, ob wir das unbedingt brauchen. Beschwörung könnten wir natürlich noch ein bisschen erhöhen. Und wie sah das mit Veränderung aus? Ach, Veränderung. Veränderung ist sowieso wieder so eine Sache. Ja, beschworene Waffen benutzen wir auch nicht. Wirklich, ich habe keine Ahnung, was wir nehmen sollen. Das bringt es ja auch nicht wirklich. So der Lebensdauer vielleicht schon eher. Ja, sonst würde ich einfach mal sagen, wir nehmen Beschwörung Lehrling. So. Ich habe nach euch gesucht. Ja, ich wollte doch gerade da reingehen. Etwas liefern. Lasst mal sehen. Ich habe noch einen Brief von Rales, aber weitere werde ich nicht mehr überbringen. Dieser Ort ist einfach zu viel für mich. Das war's dann wohl. Ich muss los. Okay. Na dann würde ich sagen, wir müssen auch los. Erstmal hier rein, dann nachher nochmal zu Rales. Aber in der nächsten Folge erst. Ich hoffe auf jeden Fall, ihr seid dann auch wieder mit dabei. Bis dahin, euch einen schönen Tag und ciao.